Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich entspannt bin oder nicht. Ich glaube, das war eine Aussage, die sicherlich für die Strecke Frankfurt-Fulda zutrifft, nachdem wir nach jahrelanger harter Hinsicht über Diskussionen, die glaube ich wirklich gut gelaufen ist, mit der Region zu einer Entscheidung gekommen sind. Gleichwohl muss man sagen, wenn ich jetzt an das aktuelle Jahr denke und Frankfurt-Mannheim, stehen uns ein paar spannende Wochen noch bevor. Da geht es ja jetzt auch um die Trassenentscheidung. Also insofern, ich glaube, wenn ich jetzt mal in die Zukunft bin, gelangweilt wird es nicht und entspannt ist es manchmal, aber meistens nicht. Gut, ja, warum bin ich heute hier? Ich freue mich erstmal, dass ich bei Ihnen was zum Thema Fernwartung sagen kann. Ich denke jetzt gerade zurück an die letzte Veranstaltung, das war auf der Frankfurter Messe bei der Reformation. Der Minister Al-Wazir war auch ja dabei, der Österreich war auch am Podium. Und da haben wir auch über das Thema Fernwartung gesprochen. Es gab einen Punkt, der ist mal am Ende klar geworden. Wir müssen, glaube ich, nochmal mehr über die Fakten reden. Über die Fakten reden und über die Frage reden, warum gibt es denn jetzt ein Fernwartung und warum gibt es denn die bisherige Lösung, die ja in den Fachkreisen doch bekannt ist, also die oberste Lösung, warum gibt es die jetzt nicht mehr als Primärlösung? Und da möchte ich heute eigentlich einen Beitrag dazu leisten, um mal zu erläutern, wie ist es denn aus einer rein fachlichen Perspektive jetzt eigentlich zu dem Fernwartung gekommen? So, jetzt gehen wir mal los. Ich muss mal gucken hier. So, wie geht das? Kann man es lesen? Ja, okay, gut. Fangen wir mal mit dem Warum an. Ich glaube, das ist den Fachleuten klar, aber ich glaube, der Frankfurter Bevölkerung noch nicht so klar. Wir haben in Frankfurt ein Problem. Und wir haben das Problem auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern wir haben es schon länger. Wir sehen ja, dass der Verkehr zunimmt, die Zugzahlen nehmen zu, die Züge sind voller. Wir reden von einer Verdopplung. Der Fahrgäste im Fernverkehr perspektivisch. Das heißt, der Schienenverkehr boomt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das zeigt sich auch in den letzten Jahren dahingehend, dass wenn Sie sich mal anschauen, wenn der Ringgart seine Nahverkehrszahlen hier präsentiert und sagt, wie viel Zuwächse er hat, das ist signifikant. Und das Neue ist eigentlich, dass wir sprunghafte Zuwächse in den letzten Jahren haben. Also wir hatten meines Erachtens so zwischen 2000 und 2015, ja, Zuwächse, aber die waren eher moderat. Jetzt haben wir einen richtigen Drive, wie man es schön sagt, und uns überholt praktisch heute die Realität in unserer Prognose, in unseren Konzepten. Und das bedeutete für uns auch, das will ich gleich schon mal vorweg sagen, wir mussten Konzepte, die wir viele Jahre für geeignet erachtet haben, mussten wir überprüfen. Und aus dieser Überprüfung kamen neue Erkenntnisse und am Ende des Tages, das möchte ich heute darstellen, ist das auch das Ergebnis, das wir heute haben, nämlich die Frage, ist der Fernwartung das Richtige aus meiner Sicht, wenn man sich die Entwicklung sieht, das ist so und das werde ich jetzt nochmal mit Fakten hinterlegen. Aber warum geht es konkret? Der Frankfurter Knoten ist der überlastete Knoten Deutschlands. Wenn man sich mal anschaut, da gibt es dann am Ende nur noch Hamburg und Köln, was eine ähnliche Situation hat, aber Frankfurt ist aufgrund der zentralen Lage Nord-Süd-Achse und West-Ost-Achse der zentrale Knoten im deutschen Netz. Alles fährt hier durch. Und das bedeutet im Klartext auch, alles, was durchführt, hat heute Probleme. Wir haben heute hier einen sehr starken Verspätungsaufbau im Frankfurter Knoten. Und da sage ich gleich, das wird nicht besser, wenn wir mehr Züge durch den Knoten fahren. Deswegen hat der Bund gesagt, wir brauchen diesen Knoten, das ist im ersten Punkt hier adressiert, Orangestand, wir brauchen am Ende mehr Gleise, wir brauchen mehr Kapazität. Wir haben aber nicht nur ein Thema, dass wir sagen, wir brauchen mehr Gleise. Wir haben auch zu wenig Bahnsteigkanten im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind heute schon limitiert und wir suchen händeringend nach Bahnsteigkanten, wenn man Fahrpläne konstruiert und wenn man die Fachleute fragt, dann würden sie fragen, hätten wir 4 Bahnsteige mehr, das wäre ein Riesenzugewinn für die Flexibilität heute. Es gibt aber einen dritten Punkt und der ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Wir fahren mehr Züge. Irgendwo müssen die abgestellt werden. Und wir haben auch ein weiteres Thema hier, speziell in Frankfurt, das ist die Abstellkapazität im sogenannten Mainzer Becken. Also Richtung Westen raus, wenn Sie vom Hauptbahnhof schauen. Auch dort gibt es Limitierungen heute, die uns wirklich Sorge bereiten. Damit man das mal klar sieht, der Fernverkehr fährt heute nachts, damit er überhaupt noch seine Züge abstellen kann, bis nach Darmstadt. Das will er gar nicht, aber dann hat man auch die Möglichkeit mehr. Und das ist also auch ein Thema, was gelöst werden muss. Wir brauchen Abstellkapazität in den großen Knoten Deutschlands. Und warum machen wir das Ganze? Und das steht ganz unten. Wir brauchen natürlich mehr Betriebsqualität. Wir brauchen mehr Pünktlichkeit, aber wir brauchen auch mehr Gleise, um mehr Züge fahren zu lassen. Und da möchte ich gleich darauf eingehen, nämlich die Frage ist, was ist denn die Erwartung? Wie viele Züge werden es denn mehr? Und das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, die sich komplett verändert hat gegenüber der Vergangenheit. Und das möchte ich kurz mit ein paar Zahlen erläutern. Noch um 2003 rum gab es Prognosezahlen
für den Frankfurter Hauptbahnhof, das ist ganz links, und die Zeiten, wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 1100 Züge in den Bahnhof reinfahren und ausfahren müssen. Also 1100 war die Prognosezahl, von der man ausgegangen ist. Diese Prognose hat sich heute im Ist schon insofern als historisch verabschiedet. Wir fahren heute 1250 Züge in den Bahnhof mit den eben bekannten Problemen. Und die sind nicht klein. Also wir haben heute schon eigentlich zu wenig Gleise für die 1250. Wenn man jetzt aber den aktuellen Bundesverkehrswegeplan zugrunde legt, der ja auch die Nahverkehrsentwicklung beinhaltet, dann müssen wir mindestens 1500 Züge in den Bahnhof reinfahren. Vielleicht werden es auch mehr, weil wir wissen ja nicht, was die Zukunft bietet. Und es gibt auch Experten, die sagen, das wird noch mal mehr. Ich gehe aber erstmal von den 1500 aus. Das bedeutet im Klartext 20% mehr Züge als heute. Heißt auch 20% mehr Kapazität, 20% mehr Gleise, 20% mehr Bahnsteige. So, das mal als Eingangsthema. Jetzt komme ich zurück auf das ursprüngliche Konzept. Ursprüngliche Konzept hatte noch im Blick 1100, vielleicht 1200 maximal. Das war das ursprüngliche Konzept. Und da haben die Fachleute, und da habe ich ja gesehen, sind noch einige hier, die die Vergangenheit gut kennen, ja damals schon gesagt, wenn wir von 1100, 1200 Zügen ausgehen müssen, dann brauchen wir eine Verbesserung. Und die Idee war zu sagen, wir bauen den vorhandenen Strang aus von der Deutschlandbrücke, also ganz im Osten Frankfurts, im östlichen Teil von Sachsenhausen, bis in die Hauptbahnhofsgleise rein. Und wir als Bahn, am Ende meine Ingenieure, haben jetzt sich in den letzten Jahren intensiv um dieses Ausbaukonzept gekümmert. Man sieht auf dieser Karte sehr viel Rot. Was heißt das? Das heißt, wir haben im Grunde genommen den ganzen Gleisstrang zwischen Deutschlandbrücke und Hauptbahnhof auf den Kopf gestellt und haben gesagt, was muss man denn alles umbauen, damit wir hier mehr Kapazität bekommen. Und vor allen Dingen Trassenkonflikte auch ausschließen. Wir haben nämlich häufig die Situation, dass die Weichenlagen ungünstig sind. Und das heißt, wir nicht unbedingt nur mehr Gleise brauchen, sondern Weichenlagen ungünstig sind, Weichenketten, die umgebaut werden müssen. Und wenn Sie alleine optisch drauf sehen, sehen Sie extrem viel Rot. Das ist eine Planung, die hat schon eine hohe Detaillierung. Und diese Planung, die wir uns angeschaut haben, kommt jetzt aktuell zu folgender Erkenntnis. Zunächst einmal, wir müssen in Frankfurt Süd, das ist der ganze Bereich Deutschlandbrücke bis Südbahnhof, komplett umbauen. Wir müssen auf der Main-Neckar-Brücke, also da, wo es über den Main geht, mindestens mal ein neues Gleis, eher zwei neue Gleise haben. Und wir müssen das ganze Hauptbahnhofsvorfeld umbauen. Und das sind eigentlich die drei Bereiche. Ich nenne es immer Süd, Main-Neckar-Brücke, Vorfeld. Ich lasse die Abstellanlage an. Und das Thema Luisa, das packe ich jetzt einfach mal gedanklich zu Süd dazu, damit es nicht zu kompliziert wird. Und in dem Konzept war allerdings von vornherein klar, der Frankfurter Hauptbahnhof bleibt zentraler Umstiegsbahnhof. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, wenn sich die Verknüpfungen, die Reiseketten im Blick haben, dann wollen die Leute natürlich kurze Umstiegsbeziehungen möglichst an einem zentralen Bahnhof. Es gibt viele Beispiele in Europa, wo wir ein Einbahnhofskonzept haben, was sehr erfolgreich ist. Und wenn man sich mal an den Deutschlandtakt nur ranmacht, was denn das Wort ist, dann erkennt man auch, ein Deutschlandtakt mit mehr Bahnhofskonzepten in den großen Knoten ist eine suboptimale Lösung. Sie brauchen für Taktsysteme große Taktknoten in Deutschland, wo sie zentrale Umstiegsbeziehungen haben, wo sie in einem Takt dann quasi vom Nahverkehr auf den Fernverkehr wechseln oder vom Fernverkehr auf Fernverkehr. Wie sieht jetzt die Bewertung dieses Konzeptes aus? Ich hatte eben gesagt, 20% mehr Kapazität brauchen wir. 1200 Züge heute, 1500 Züge morgen. Und dieses Konzept, und das muss man leider so sagen, es ist so gut das Konzept noch war für die Entwicklung auf 1100 oder auf 1200. Es ist leider von der Kapazität so, dass es nicht mal 5% gibt. Die Fachleute haben ausgerechnet ungefähr 4,5%, ich habe jetzt mal aufgerundet, 4,5% Kapazität. Das zweite Thema ist, wir kriegen keinen Bahnsteig mehr rein. Null. Fahrzeitgewinne für den Deutschlandtakt auch essentiell oder wichtig, wenn man sie hat. Kein Fahrzeuggewinn. Jetzt kommt eigentlich ein Thema, was die Ingenieure mehr als Kopfzerbrechen bereitet.
Das, was Sie alles rot sehen, müssen Sie unter Betrieb umbauen. Das heißt, Gleise, die heute kapazitativ genutzt werden, sind, wenn ich baue, weg. Wir reduzieren die Kapazität über mindestens 10 Jahre, mindestens, signifikant. Das heißt, wir fahren da nicht mehr 1200 Züge, sondern deutlich weniger. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wie viel, wir haben es gerade versucht auszurechnen. Das heißt, wir mindern die Kapazität bei gleichzeitig höheren Zugzahlen, die am Ende der RMV oder der Fernverkehr fahren wird. Also eine katastrophale Situation über 10 Jahre. Und deswegen haben wir auch gesagt, schon vor längerer Zeit, wir müssen eigentlich neu denken. Ist das noch die richtige Lösung? Fragezeichen. Und so kam es am Ende des Tages zu einem Vorschlag, der beim Bund entstanden ist, aber sicherlich auch in Kenntnis dieser Fakten, die ich eben dargestellt habe, weil wir sind natürlich hier an der Stelle regelmäßig mit dem Bund in Gesprächen. Die wussten ja um unsere Untersuchungsergebnisse. Und der Bund hat gesagt, wir müssen eigentlich nochmal neu denken. Hat seine Fachexperten zusammengeholt und schlussendlich ist das ihm bekannte Fernbahnkundenkonzept entstanden. Was unterscheidet das jetzt? Erstmal technisch gesehen. Wir legen Gleise nach unten. Das heißt, die zusätzliche Kapazität, von der ich spreche, geht nach unten und nicht nach oben. Zweitens, wir bauen unter dem heutigen Hauptbahnhof einen Tiefbahnhof hinzu. Wir reduzieren also nichts am Hauptbahnhof, sondern wir bauen was drunter. Die Fachleute sagen, das ist die Durchmesserlinie, ja, was Sie jetzt mal gesagt haben, das ist die Zürich-Lösung für Frankfurt, ja, das ist die Zürich-Lösung. Der Vorteil ist, Sie bauen unter der Erde und oben läuft der Betrieb weiter. Im Idealfall kriegen die gar nichts mit. Das heißt, diese temporäre Beeinträchtigung, die ich eben genannt habe, über 10 Jahre, die findet nicht statt. Ich will ein Beispiel erwähnen, aktuell, wo wir sehen, was es Unterschied macht, unter Betrieb zu bauen und nicht unter Betrieb. Geht mir gar nichts. Haben wir in 3 Jahren gebaut. Natürlich hatten wir betriebliche Eingriffe am Stadion und in Kelsterbach. Aber das war überschaubar. Ja. Und das war auch temporär, wenn Sie überlegen, wir hatten 7 Wochen Totalsperrung am Flughafen. Das war nicht schön, das weiß ich. Es waren 7 Wochen und nicht 10 Jahre. Oder schauen Sie sich die S6 an. Wir haben bei der S6 auch Bauprobleme, ja, verkehrlicher Art. Das kriegen wir da gar noch bewältigt. Aber wir haben bei der S6, wenn man mal, ich bin ja Frankfurter, wenn man mal die Ecke kennt, da haben wir schon noch Platz, wo rechts und links grüne Wiese ist. Jetzt stellen Sie sich das Ganze mal in Sachsenhausen vor. Im Übrigen gibt es nicht nur ein Problem für die Eisenbahn. Ich kenne die Diskussion, ich war öfter mal im Verkehrsausschuss. Wir haben uns da unterhalten. Die Leute haben gesagt, diese vielen LKWs durch den Frankfurter Westen. Jetzt stellen Sie sich das bitte mal gerade vor durch den Frankfurter Süden. Ich wohne in Sachsenhausen seit 20 Jahren. Immer von der Landstraße. LKWs. Ja? Alles drunter, drunter, drüber. Ich stelle mir das vor wie das Horrorszenario. Aber wir haben ja eine andere Lösung. So, und diese andere Lösung, da gibt es noch keinen technischen Plan. Es gibt auch noch keine Festlegung, wo die Linie langläuft. Das möchte ich immer wieder sagen. Es ist ein Konzept des Bundes, wo der Bund gesagt hat, ich habe eigentlich nur eine Festlegung im Grunde genommen getroffen. Wenn Sie mal auf die Karte schauen und gucken in den Frankfurter Westen, entlang der Mainzer Landstraße, dann sehen Sie hier unten, ich gehe mal hier rein, diesen Hinweis, Niederrhein. Wir werden ja, und das nicht mehr lange hin, in Kürze, ich sage so bewusst in Kürze, weil das planetische Verfahren ist in den letzten Zügen, ich hoffe, wir werden dieses Jahr fertig mit den Erörterungen, werden wir eine dritte Niederwählerbrücke machen. Und das ist das, was wirklich festgelegt ist, dieser Tunnel wird an die dritte Niederwählerbrücke anschließen. Das wird so sein vom Konzept. Was aber nicht feststeht, ist der Frankfurter Osten. Weil der Bund auch selbst gesagt hat, untersucht doch bitte mal nicht nur technisch, sondern auch verkehrlich 2 grundsätzlich unterschiedliche Varianten. Nämlich die eine Variante, wir schließen an der nordmainischen Strecke an. Und die andere Variante, wir schließen quasi an der Offenbacher Strecke im Bereich Kaiser. Ich weiß, es gibt Experten, die sagen, macht einen Doppelanschluss. Ja, gibt es. Und auch das ist sicherlich eine Diskussion, die wird garantiert noch geführt werden. Nichtsdestotrotz, wir haben 2 prinzipielle Möglichkeiten, nord- oder südbahnisch anzuschließen. Was ist hier noch wichtig? Wir haben natürlich, der Professor Katzenbach ist ja da, die Besonderheiten des Frankfurter Untergrunds. Also wird sicherlich auch eine geologisch-technische Expertise benötigt, ist völlig klar.
Wichtig ist die sogenannte Hochhauskette an der Stelle. Da, wo wir relativ tiefe Gründungen der Hochhäuser haben, müssen wir drüber umfahren. Es gibt da viele Ideen. Gleichwohl sage ich, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir über irgendwelche konkreten Varianten reden. Das wird Zeit dauern. Und ich möchte auch gleich sagen, jetzt würde ich gerne mal zur Machbarkeitsstudie rübergehen. Wir werden in der Machbarkeitsstudie zunächst einmal die prinzipiellen Möglichkeiten untersuchen. Es wird in der Machbarkeitsstudie noch keine Variantenentscheidung geben, sondern in der Machbarkeitsstudie soll eigentlich erstmal herauskommen, es ist technisch machbar mit einem höheren Detaillierungsgrad. Und den Bund interessiert natürlich auch, ist das Ganze kostenmäßig beherrschbar. Das ist auch wichtig. Ja. Ich habe dabei jetzt gar nicht so große Probleme, sage ich noch ganz offen. Ich habe da großes Zutrauen, dass das vernünftig wird. Und der Bund würde halt ganz gern ein paar alternative Trassierungen oder Variantenkorridore mal sehen, ohne zu sagen, der eine oder andere ist es schon. Es ist gut, wenn man nicht eine Lösung hat, die prinzipiell geht, sondern drei oder vier. Ja. Und dann hat man eine richtige Planung, wo man dann eine saubere Variantenentscheidung treffen kann. Und das wird allerdings, das sage ich auch gleich, das wird nicht innerhalb von einem halben Jahr gehen. Sie wissen, so Variantenplanungen und Studien aus den anderen Aus- und Neubaustrecken, das ist komplizierter. Allerdings wird es an der Stelle, an einer Stelle auch einfacher werden. Da wir ja unterirdisch sind, haben wir natürlich nicht so viele, sag mal, Raumwiderstände, sagen die Raumordner. Also wir haben natürlich einen riesen Vorteil, das ganze Thema beispielsweise, was wir oberirdisch haben, wie klassisch FFH-Gebiete, Wald. Wasser ist natürlich mein Thema, das bleibt hier in Frankfurt, das Wasserthema bleibt, aber klassische Umweltthemen sind natürlich beim Tunnelspiel nicht die Entscheidung. Das ist ein Vorteil einer solchen Lösung. Was wir aber auch machen werden, das ist das Beispiel Nordmainische, Südmainische. Wir werden auch untersuchen, je nachdem, für was man sich entscheidet, müssen wir am Knoten Hanau auch was machen. Die Fachleute wissen, beispielsweise, wenn ich in Nordmainisch anschließe, dann hat das zur Folge, dass im Knoten Hanau entsprechende Anpassungen gemacht werden müssen. Das ist so, das ist aber nicht dramatisch und ich sage ganz offen, wenn Sie sich den Südbereich des Knoten Hanau heute anschauen, da fahren wir mit 60 km/h mit den ICEs durch die Weichenstraße, da stellt sich eh die Frage, ob das völlig unabhängig von einem Fahrmarktus angefasst werden muss. Also ich glaube, das Thema Knoten Hanau ist ein EDA-Thema. Ja? Ein EDA-Thema und da stellt sich auch die Frage, wenn man den Knoten Hanau mal optimieren muss, kann man das auch übrigens unabhängig vom Fernmaltus sehen. Gleichwohl ist es ein Thema, was eine Rolle spielt. Das gleiche gilt aber für südmainische Strecken, nämlich die Frage der Verkehrsachse Offenbach-Hanau. Auch dort muss man analysieren, was hat das für Auswirkungen, reicht das gleiches Thema wie auf der Neumainische. Für mich sehe ich da keinen großen Unterschied. Im Zweifel wird es so sein, dass man wahrscheinlich mit beiden Achsen was machen muss. So, das ist jetzt Aufgabe der Ingenieure und der Verkehrsplaner und der Verkehrsexperten. Ich hatte ja im Herbst angekündigt, wir sind dabei, jetzt die Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Ich kann nur sagen, in wenigen Tagen, ich sage großen Tagen, wird die Vergabe stattfinden. Und dann wissen wir, welcher Ingenieurbund das machen wird. Dann haben wir ja gesagt, dass wir die Ergebnisse, die werden dann ungefähr ein Dreivierteljahr, ein Jahr lang dauern, dass wir die Anfang 2021 dann der Öffentlichkeit vorstellen, was da rausgekommen ist. Da hat natürlich der Bund großes Interesse, was da passiert ist. So, komme ich nochmal auf die Grundfrage zu sprechen. Jetzt habe ich beide Konzepte mal vorgestellt und hier wollte ich mal plakativ sagen, was heißt denn das? Ich nehme jetzt mal das neue Konzept links, also Fährmann-Tunnel, und das bisherige Konzept rechts. Mal ganz einfach nüchterne Zahlen. Kapazität plus 20, kleiner 5. Anzahl zukünftiger Bahnsteige 4 zu 0. Fahrzeitgewinne 8 zu 0. Und daran erkennt man Bauzeitbeeinträchtigung, habe ich vergessen, Entschuldigung, das ist das, was ich gesagt habe. Mindestens 10 Jahre heftigen Eingriff in den Verkehr und in den Süden Frankfurt, so will ich es mal formulieren. Und bei der anderen Variante relativ gering, da wird man vieles nicht sehen. Heißt aber nicht, und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass alles, was wir oberirdisch angedacht haben, wegfällt. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, wir haben heute in den Weichenketten heute Konfliktsituationen, ganz ungünstige Lagen. Wir haben dem Bund gesagt, klug wäre, den Tunnel zu realisieren und genau hinzuschauen, was von den oberirdischen Maßnahmen im Sinne der Optimierung machen wir. Und da gibt es schon einiges, das man machen kann, ja, was Sie im roten Bereich gesehen haben. Und daher geht man aus, es wird kein Entweder-Oder geben. Es wird das Thema geben, Fernbahnhof plus Teilmaßnahmen aus den oberirdischen Lösungen, allerdings immer unter dem Aspekt, was bekomme ich auf der Kapazitätsseite
und welche Sarkoidosis-Beeinträchtigung nehme ich hin. Ja, das muss man sicherlich dann abwägen. Aber da sind wir noch am Anfang. Und insofern wird das die Aufgabe sein, diese beiden Dinge im Blick zu behalten. Fernbandtunnel plus die Frage, was nehmen aus den biologischen Maßnahmen an Teilmaßnahmen. Warum ist das Ganze wichtig? Das wollte ich hier nochmal kurz darstellen. Wir bauen große Fernverkehrsstrecken aus. Vorhin hatte ich gesagt, Frankfurt-Fulda, Frankfurt-Mannheim. Die bauen wir übrigens in erster Linie aus wegen der Kapazität. Der größte belastete Korridor Deutschlands, da wo wir die größten Verkehrsprobleme heute haben, man könnte sagen, die Riedbahn ist voll, die Kinzigtalbahn ist voll, ist dieser Korridor in Deutschland, der Profaner bezeichnet immer als Plankorridor A, Entschuldigung, Plankorridor. Das heißt, dieser Korridor wird heute, damit wir dort den Betrieb hinbekommen, mit einer Sondertruppe jeden Tag gemanagt, die machen nichts anderes als die Disposition der Züge, dass wir mit diesem eng belasteten Korridor klarkommen. Jeder weiß, dringend wird dort der Ausbau gebraucht. Nur, eins muss man auch sagen, das Gleiche gilt natürlich für den Frankfurter Knoten. Und wenn man zukünftig dort mehr Gleise hat, wir werden zwischen Frankfurt und Mannheim zwei Gleise mehr haben. Wir wollen natürlich mehr Züge fahren. Das heißt im Klartext, dann ist es auch ratsam, auf Frankfurt Knoten was zu machen. Wir bauen viel aus, das möchte ich gerade nochmal darstellen. Frankfurter Knoten wird ja nicht nur dieser Fehmarn-Gamma-Tunnel, wir haben ja einen großen Plan für den Frankfurter Knoten, das sieht man hier nochmal im Bild. Drei Projekte sind in Betrieb, die hier in den Bereich reinwirken, in den Großraum. Und wir haben noch viel vor. Also es geht nicht um den Fernbahntunnel, es geht natürlich um den Ausbau, ganz klar der S6, es geht um die Nordrheinische S-Bahn, es geht um eine Wallerausspanne, es geht um Stadion und, es geht um eine RTW. Also wir haben sehr, sehr viele Projekte, die wichtig sind, dass der Knoten in Summe nachher so funktioniert, wie er funktioniert. Ja,